Der Zeuge ist außerhalb unserer Reichweite. Jeder Versuch, ihm zu folgen, ist gescheitert. Doch es gibt Hoffnung. Auf Neptun erfuhren wir, dass der Schlüssel zum Sieg über den Zeugen auf Titan versteckt ist. Deshalb hat die Flotte des Zeugen bei ihrer ersten Ankunft dort Halt gemacht. Deputy Commander Sloan versuchte, auf Titan die Stellung zu halten. Doch der Zeuge übernahm die Kontrolle. Dann brach der Kontakt ab. Aber jetzt, wo wir ihn am meisten brauchen, ist Titan zurückgekehrt. Und genau in dem Moment erreichte uns eine vollkommen unerwartete Nachricht. An alle Hüter, die das hören. Hier spricht Deputy Commander Sloan mit einem Notruf. Dies ist eine Rettungsmission höchster Priorität. Wir haben auf einem Vorhutkanal ein Notsignal empfangen. Es stammt von Deputy Commander Sloan. Sie wurde zuletzt auf Titan gesehen, bevor er während der Ankunft der Pyramiden verschwand. Wir müssen den Herkunftsort des Notsignals triangulieren, Deputy Commander Sloan finden und sie da rausholen. Ich weiß, was du denkst. Aber Sloan ist eine der stärksten, belastbarsten Soldatinnen, die ich je kannte. Wenn das irgendjemand überlebt haben könnte, dann sie. Der Hüter ist gelandet. Ich bin bei unserer alten LZ. Kein Zeichen von Sloan oder Feinden. Rettungsteam, wie lautet euer Status? Commander, ich bin beim Flutanker nicht weit von dir. Er ist verlassen und ruhig. Das Notsignal ist schwach. Ich habe in der Neupazifik-Arkologie einen Stützpunkt errichtet. Keine Schar in Sicht. Signalstärke hier ebenfalls schwach. Hüter, überquere das Schräg, um eine Satellitenschüssel auszurichten, damit wir Sloans Position finden können. Bleibt auf den Kanälen. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Besessene! Besessene nähern sich mir von allen Seiten! Ja, mich überfallen sie auch! 10 bestätigte besessenen Angriffe in der Neupazifik-Arkologie. Eiserne Kriegsbiester unterwegs.
Status? Alles geräumt, Commander. Minimaler Schaden. Der Flutanker ist sicher. Die Besessenen sind weg. Hüter, erreiche die Anlage. Das die Ausgestoßene? Hey, Leute! Hab gehört, ihr feiert eine Party. Und ich dachte, ich schau mal vorbei und sehe, woher der ganze Lärm kommt. Das ist eine Rettungsmission für Deputy Commander Sloan. Raus aus diesem Kanal. Oh, super. Sie schuldet mir einen Drink. Einen Drink? Ist echt so. Ziehe mich ins Arkologie-Solarium zurück. Ich bin der Berg, an dem jedes Schwert zerschellt. Schleife deine Klinge an mir. Nein.
Ich bin die Hand an deinem Hals. Dein letzter Atemzug. Du kannst mir nicht entkommen. Mehr Besessene. Sie kommen auf der Metallspülung. Ich halte die Stellung. Ich erinnere mich, wie Sagira zerbrach. Sie war des Todes würdig. Osiris nicht. Bist du so schwach? Zeig dich! Kämpf gegen mich! Ich zerreiße dich mit bloßen Händen! Diese Stimme, das war Xivu Arat. Ich kenne ihre Stimme nur aus Audiologs vom Untergang der Heimatwelt der Kabale. Sie ist zweifellos in der Nähe und wir sollten Vorsicht walten lassen. Ihr Einfluss war noch nie so stark. Wir müssen Sloan sofort finden und sie hier rausholen. Du bist fast bei der Anlage, Hüter. Geh weiter, los!
Die Sirenenwachtkonsolen zeigen an, dass die Anlage keinen Strom hat. Hüter, du musst irgendwie die Energie umleiten und dann die Empfänger der Anlage ausrichten. Hervorragende Arbeit. Die Systeme fahren hoch und Sloans Position ist einen Kilometer weiter unten. Sie ist im Ozean. Dieses Meer besteht aus tödlichem Methan. Dort überlebt nichts. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Hüter, die Karte des Riggs zeigt einen Ballastausgleichsschacht in deiner Nähe. Folge dem Signal nach unten und finde Deputy Commander Sloan. Ich stoße bald zu dir. Ich bin jetzt am Tauchstartpunkt. Ich komme runter zu dir. Daraus wird nichts, Boss. Weißt du, wie hoch der Druck da unten ist? Er muss sofort da raus. Ich lasse nicht nochmal jemanden zurück. Das müssen wir auch nicht. Okay, das reicht. Ich zieh dich raus, bevor du und dein Geist der Quetschgefahr zum Opfer fallt. Willkommen auf der Ausgestoßenen. Ich sorge unten im Technikraum dafür, dass wir nicht hochgehen. Zavala hat das Herz am rechten Fleck, aber Big Blue ist stur wie ein Ochse. Wir können auf diesem Mond nichts erzwingen. Der Untergang hat hier ein ganz schönes Chaos angerichtet. Die Schwerkraft ist in der Tiefe ziemlich verkorkst. Es gibt Lufträume und Orte, an denen du dich sicher bewegen kannst. Und andere, die dich komplett zerquetschen. Aber ich glaube, ich habe da was, was uns weiterhilft. Mit Aquagymnastik kenne ich mich aus. Probier mal diesen Prototyp aus. Der sollte dich vor dem Druck schützen. Ja, wenigstens ein bisschen. Und jetzt geh da raus. Ich sag dem Chef Bescheid. Hüter, du bist fast an der Quelle des Notsignals. Ich habe vom Vagabunden eines seiner Geräte erhalten. Ich stoße gleich zu dir.
Hier, Commander. Du bist am Leben. Die Mission war es, zu überleben. Und ich beende jede Mission erfolgreich. Deswegen hast du uns gerufen, Schwester. Bringen wir dich nach Hause. Ihr versteht das falsch. Der Notruf galt nicht mir. Was ist das? Eine Verbündete. Sie heißt Asa. Du kannst damit kommunizieren? Es ist kompliziert, Sir. Ich sehe Eindrücke, Gefühle, Ideen. Sie kennt den wahren Feind. Der Zeuge griff auch ihre Spezies an. Einzelne Konzepte sind schwieriger. Besonders jetzt. Und du bist immer noch du? Absolut. Mein Licht hält diese Korruption zurück, doch ich kann ein Flüstern hören. Forderungen. Als würde ich dem Feind über Funk zuhören. Wenn wir meine Verbindung zu Asa stärken könnten, könnte ich sie vielleicht trotz der Störung besser verstehen. Ich habe ein paar Ideen. Ich rechne das mal durch und melde mich dann. Sloan. Mir geht's gut, Sir. Und meine Nachbesprechung ist überfällig. Wie du willst. Wir treffen uns in der Helm.